So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Duell gegen den FC Augsburg. Das nächste Team, was da unten drin steht. Unsere Siegesserie ist gerissen. Die ganzen großen Gegner, die wir oben haben. Ich sag ja, es sind wieder diese vermeintlich kleinen, wo wir die Punkte liegen lassen. In Bielefeld nur unentschieden gespielt. Ja, jetzt Augsburg, danach die Hertha, oder? Ja. Und, ja, wie gesagt, Union 4-0 verloren. Bochum unentschieden gespielt. Bielefeld unentschieden gespielt. Und plötzlich zeigst du die Nerven da oben. Ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Was die Bayern jetzt machen. Die spielen nämlich in Frankfurt. Und hoffen, dass wir die patzen. Das wäre natürlich total toll, wenn sie patzen würden. Aber wie gesagt, drauf. Ich werde davon ausgehen, dass sie gewinnen. Aber wie gesagt, 11 Punkte wären natürlich genial. Wenn wir die hätten. Gucken wir mal gerade drauf. So, Scouting, ist egal. Ja, plötzlich sind es ja. Ich sag ja, wir haben gewonnen gegen die Frankfurter. Es sind jetzt nur 5, aber wir haben noch ein Spiel weniger. Wenn wir jetzt gewinnen, sind es wieder auf 8. Und diese 2 Punkte gegen Bielefeld, das wurmt mich zumindest, dass ich die liegen gelassen habe. Es wäre mehr drin gewesen. Aber egal, alles gut. Weiter geht's beim nächsten Spiel. Schluck aus dem Kaffee. So. So. Auf geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Genauso ist es Heimspiel gegen den FCA. Diesem Spiel entgegen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Wir müssen heute gewinnen, um wieder auf plus 8 zu stellen. Ja, wie gesagt, dieses Unentschieden in Bielefeld wurmt halt, weil damit quasi mehr oder weniger ein Joker weg ist. Wir hätten also damit am 31. wieder Meister werden können. Das ist ja zumindest Stand jetzt erstmal raus. Aber vielleicht patzt die Bayern ja wieder mal. Dann könnten wir tatsächlich den Schritt machen. Wir werden erstmal schauen, wie wir unsere Spiele machen. Solange wir jetzt da nicht irgendwie wieder anfangen, mit 3 Punkte liegen zu lassen. Wenn wir heute verlieren, sind es nämlich nur noch 5. Und wenn wir heute gewinnen, sind es wieder 8. Also wie gesagt, kann auch auf 6 gehen. Wie gesagt, schauen wir mal. Also Bielefeld ist wurmlich. Union nicht gewonnen, auswärts nicht gewonnen, Bielefeld auswärts nicht gewonnen, Bochum heim nicht gewonnen. Aber Hauptsache oben Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen, alles weggeschossen. Aber meistens sind es halt vermeintlich die Kleinen, wo du da die Punkte liegen lässt, wo du da echt die Aufforderung voll kämpfen. Bielefeld hat halt gemacht mit diesem scheiß Sonntagsschuss da in der letzten Minute der ersten Halbzeit. Und dann ist das Ding da unten drin. Ja, und dann stehst du auf 1-1, kriegst quasi im Gegenzug das 2-1, kommst aber Gott sei Dank nochmal rein in diese Partie. Aber der Keeper hat halt mehr als gut gehalten, hat ihn diesen Punkt gesichert. Und damit ist Bielefeld definitiv erstmal wieder was Abschiedskampf, ist wieder ein bisschen drin in der Partie. Aber da möchte ich keine Rücksicht drauf nehmen. Wir werden mit der unveränderten Elf spielen. Aubameyang hat sich beschwert, hat gesagt, hätte gerne über weitergespielt. Aber es ist halt so. Manchmal ist das Leben kein Wunschkonzert. Ich muss so ein bisschen was reagieren. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, wir gehen weiter in das Augsburg-Spiel und wollen natürlich wieder 3 Punkte holen. Die Siegesserie ist erstmal gerissen. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Ja, da ist aber keiner, der mitgeht. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich und werden. Chance. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Und damit war es das erstmal da hinten. Erste Chance, aber der Augsburg-Keeper hat da ein bisschen was dagegen. Im letzten Auswärtsspiel haben sie ein Unentschieden geholt. Und mit diesem Ergebnis haben sie sich auch die Tabellenführung geholt. Jetzt müssen sie weiter konzentriert bleiben. So, jetzt. Schönes Ding. Gut reagiert. Aber das könnte ein Ticken weit zu weit gewesen sein. Da verliert er als Zeit. Sie klären. Kriegt den Ball nicht in die
Iago. Möchte. Erstmal Seferovic. Seferovic. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Ah! Sie bieten sich an. Martinez. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Lässt den Verteidiger damit aussteigen. Da den Ball. Das kann gefährlich werden. Albiol, Dorsch kommt dazwischen. Jetzt kann er es machen. Und Noppert. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Gibt jetzt hier auch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ah, wahrscheinlich irgendwo weiß noch ein Foul mit drin lassen, da. Aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Gehen wir da wieder rein in die Lücke. Kurzer Eckball. Oh nein, oh nein. Vielleicht die erste Chance, Wolfsburg, und wieder liegst du hinten. Das war heute das erste Tor. Kurze Ecke, wir kommen überhaupt nicht rein. 18. 0 zu 1. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und das. Viel zu ungestimmt von Fischer. Orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Nicht, dass wir gerade da anfangen, Nerven zu zeigen. Haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, Sterner lässt da zwei Mann stehen. Und es gibt nichts. Keine Ecke. Ball ist doch drin gewesen. Scheiße. Arne Meyer. Seferovic. Sie suchen die Lücke. Ist das das Tor? Und, Alter, wenn du hier mit 0-2 nach 26 schon liegst, jetzt musst du aufpassen, weil nicht schon wieder so eine Ecke da hinten sich rein. Ball kurz gespielt. Zu wieder. Einfache Ball für Bauer. Er gibt dem Elfer. Der Ball war weg. Und jetzt gibt's Elfmeter. Und jetzt gibt's Elfmeter und wenn du Pech hast, liegst du jetzt schon wieder hinten. So, jetzt können sie die Führung aufnehmen. Norbert. Sie verwandeln diesen Elfer. 0-2. Wir zeigen Nerven. Das ist die Wiederholung. Und wir sehen es. Genauer kannst du den hier in den Winkel setzen. 2-0 steht hier. Plötzlich zeigt der so sichere Tabellenführer Nerven. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Jetzt Aubameyang. So, 31. Wichtig ist, dass sie da Anschlusstreffer gemacht, ganz, ganz schnell hinterher kam. Wenn der nämlich mit 0-2 in der Pause ist und dann hast du es richtig schwer. Jetzt ist es drin. Ich habe mal gezögert, aber ich dachte, vielleicht ist es doch abseits. Nein, es war kein Abseits, es war knapp keins. Und es steht 1-2. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Kommst du rein in die Partie? Wie gesagt, es waren zwei Ecken des Gegners. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Nein, doch nicht, oder? War da mal keine Augsburger dran in der Situation? Okay. Seferovic. Scheiße. Wird das seine Torchance? Nur noch der Torwart. Demirovic. Oh, da müssen sie mehr machen. Der war wichtig. Wenn der, nicht so drin, wenn der drin ist, ist jetzt hier 3-1 und dann hast du echt Probleme. So, das muss jetzt Geld für den Augsburger geben. Oder sagt der Schiedsrichter, er gibt mehr. Was gibt der Schiedsrichter da? Sagt er jetzt gelb? Ich glaube, es sieht aber nach gelb aus, oder? Ja. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr Glück so. Glück für Demirovic, dass er da nicht sogar mit glatt rot vom Platz fliegt. Das hat was aber nicht. Meiner Meinung nach. Ich glaube, rot wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst. So, und jetzt hat Aubameyang die große Shot. Tor! Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore lagen sie hinten. Aber sie haben nie aufgegeben. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann ist es einfach stark gemacht von Pierre-Emerick Aubameyang. Jawohl, ey. Auf engstem Raum setzt er sich durch. Alles wieder offen hier. 2-2. Ermedin Demirovic. Das hätte gefährlich werden können, aber er war da. Diese Patzer aus Bielefeld nutzen. Jetzt wieder in der Partie sein. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Gut, dass du auf Unentschieden jetzt stehst. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier.
Ja, hoffentlich nicht, ey. Augsburg probiert sich mal mit lang. Und der wird nicht ungefährlich. Nochmal, es waren zwei Ecken, die uns die Gegentore gebracht haben. Aber geht mit dem Ball am Fuß nach innen. Soll er aufs Spiel sich konzentrieren? Seferovic. Den findet er super. So. Die Ecke kommt. Sterner. Fischer. Nächste Ecke. Pause. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. So, jetzt musst du gucken, dass du dieses Spiel gestellt bekommst. Dieses Spiel, dieses Momentum mitgenommen. Wir haben jetzt zwei Treffer gemacht, kurz. So, ich muss ja zweimal wechseln, leider. Zwei Spieler haben mir mit Gelb vorbelastet sind, deswegen ist es so. Und das tue ich jetzt auch. So, also Aubameyang Doppelpack. Eine Antwort auf die letzte Partie. Hat letztlich die Partie sich beschwert, dass er gesagt hat, ich wurde ausgewechselt, ich habe die Chance zum Sieg gemacht. Heute macht er zwei Treffer. Stellt also erstmal auf Unentschieden. Sie suchen die Lücke. Oh, boah, Fehlpass. Ja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Gobeleov. Niklas Dorsch. Vielleicht bist du jetzt wieder ein bisschen drin in der Partie. Seferovic. Oder macht Augsburg jetzt wieder was mehr? Seferovic. Also wie gesagt, ich habe meine beiden Gelbvorbelasteten vom Platz genommen. Das macht er gut. Oh nein. Und da kann Glück er gehabt. Nächster Ball. Käfisch. Ach Mann. Ich wollte den rausspielen. Warum? Ich habe den versucht lang zu spielen auf rechts. Und der spielt den ganz kurz auf links. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Deswegen der Ballverlust. Arne Meyer. Weil ich versuche halt, über die Augsburg Außen zu gehen. Ganz geduldig. Augsburg nervt mich gerade so ein bisschen. Diesen Kurzpässen. Den Ball hält er, war am Ende. Aber du kommst überhaupt nicht rein. Wie gesagt, das ist ein blöder Fehlpass. Dorsch, erstmal mit dem. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. So, jetzt erstmal. Jetzt Aubameyang. Ach, Mann! Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. So, jetzt. Nächster Ball auf. Da haben sie den Platz. Sterner. Auf aber der jetzt gar nicht um mit Hand. Doch, Aubameyang ist da. Flanke an den spielt Kursposten. Den doch vernünftig. Boah. Komm nicht ran. Ich kann nicht schon wieder liegen, Punkte liegen lassen gegen einen vermeintlich kleinen. Musste es da Elfmeter geben. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ganz wichtige Aktion hier. Das ich krieg diese Pässe nicht durch. Arne Meyer. Ja, Augsburg spielt aber richtig nervend gerade. Die spielen diese Bälle abseits, jetzt oder? Ist er auf und davon macht er das Tor. Oh, gehalten. Unglaublich. Ich kann nicht schon wieder gegen eine Unterklasse, gegen die was unten steht, Punkte liegen lassen. Das kann doch nicht wahr sein. So, das Ecke kommt. Jetzt wird das Ball ist erstmal weg. Zielmann. Dann wird's eng. Seferovic. Schuss kommt nicht durch. Das ist nicht wahr. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Da war der Druck am Ende einfach. Das ist die dritte Ecke, die mir gerade so um die Ohren fliegt. Wieder eine Kurzecke. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist ihr Schuss und sie haben die Führung. No, boah. Ne, ich komme nicht vorbei. Da ist er da. Guter Zweikampf. Und wieder ein Ballverlust. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Und wieder nicht. Jetzt die Flanke. Wieder nicht. Da geht der Augsburger nach.
Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 82 Minuten. Könnte der Ausgleich sein. Da schießt Deine doch mal. Nell, ich warte lieber noch ein paar Minuten. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir diese kurze Schalte auf den anderen Platz leider unterbrechen mussten. Der BVB macht also das Tor. Sie führen nun mit 1:0. Jetzt ist der Platz da. Der ist drin. Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. 3:3, aber wenigstens das, ey. Aber du lässt wieder zwei Punkte gegen ein Team liegen, was meiner Meinung nach was mit drin hängt. Da setzt er sich durch. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Weil du einfach bei Wolfsburg einfach sowas von zerstörerisch bist. Die gehen mir so auf die Nerven mit diesem Press. Drei Ecken kriege ich nicht verteidigt von denen. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen und es bleibt. Dann Chips. Und wieder lässt du zwei Punkte. Vier Punkte in zwei Spielen mal. Bielefeld unentschieden gespielt. Jetzt schon wieder unentschieden gespielt. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war. Mein Aubameyang macht am Ende noch das Tor, aber. Mann. Ich meine, du hast... Also sagen wir mal so, wenn wir das Ding verloren hätten, wärst du was von verdient gewesen. Du spielst halt unentschieden gegen ein Team, was dir gerade ziemlich auf den Sack gegangen ist und du verlierst... wir haben vier Torschüsse gehabt. So, jetzt müssen wir gucken, was passiert ist. Ja, es sind 6 Punkte nur noch. Es waren mal mehr. Wir hätten die Chance gehabt, so richtig wegzuziehen oben. Und jetzt spielst du in Berlin. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an und dann hoffe ich, dass wir wieder so ein bisschen in die Erfolgsspur zurückkehren. Bis dann. Tschüss.